Ja, hallo. Vielen Dank für die Begrüßung. Wir haben nur deswegen so viel bezahlt, weil das mit dem Hochschlafen nicht funktioniert hat. Ja gut, also ich hätte jetzt die Gelegenheit, die Firma vorzustellen in 15 Minuten. Das ist sowieso viel zu kurz für so eine tolle Firma. Und deswegen habe ich mich entschieden, ein bisschen was Allgemeines zu sagen. Ich habe das schon mal gemacht. Und werde das diese Ermutigung zur Freiheit ein bisschen an meiner Geschichte festmachen, die ich kurz vorstellen will. Noch eine Sache am Rande. Ich habe das mit einem Rechner aus Cupertino gemacht, mit einer Software aus Cupertino. Und bei der Rechtschreibprüfung wurde Freiheit bemängelt. Open Source nicht, interessanterweise. Aber Freiheit fand ich immer interessant, hat jetzt nichts mit Vortrag zu tun, aber fand ich sehr originell. Gut. Ja, wie ging's los bei mir? 2001 war das. Da hatte ich einen guten Freund, der mir erzählt hat, er hätte einen Bekannten, der würde eine Firma gründen, die würden ausschließlich Open-Source-Software machen. Die würden Betreuung anbieten, Wartung, Installation, Schulung, solche Dinge. Das war meine erste Reaktion und das meine zweite. Ich war aber auch in der Situation, gerade eine Firma zu gründen. Ich war in einem Ingenieurbüro und habe da GIS gemacht. Und das Ingenieurbüro hatte etwas Interessenskonflikte, als Gutachter aufzutreten und parallel den begutachteten Firmen die Software zu verkaufen. Und ich habe den GIS-Teil dann abgekauft. Und so habe ich 2002 eine Firma gegründet. Die Karthago. Sind Minderjährige da? Heute? Es kommt ein ganz schlimmes Bild. Wir waren nämlich Esri-Partner. Wir haben das also damals übernommen, diesen Teil. Die waren schon Esri-Partner, die Firma, wo wir das von abgenommen hatten, diesen Teil. Und wir haben sehr viel Esri gemacht, sehr viel Desktop-Software gemacht, AQ3 zu der damaligen Zeit noch installiert, Schulungen gemacht, ein bisschen Weiterentwicklung gemacht, auch bei größeren Firmen, bei großen Kommunen, die zum Teil auch hier sind heute, die den Weg dann auch mitgegangen sind später. Und und dann kam dieser WebGIS-Teil auf. Und alle Leute wollten WebGIS haben. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir auch WebGIS, verkaufen wir halt ArcGIS, ArcSDE. Und dann hat Esri gesagt, nee, da müsst ihr das erst selber kaufen und eine Schulung machen und einen Trainerschein und Geld bezahlen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir was anderes. Vielleicht gibt es eine Alternative. Da gab es zum Beispiel schon damals, 2003, dieses coole Buch, UMM Map Server Handbuch 4.0 von der Webmedia damals, von Thorsten Fischer rausgegeben, war so ein Standardwerk. Naja, und parallel zu uns hatten sich ein paar andere Firmen gegründet, also Terrestris zum Beispiel, glaube ich, zeitgleich mehr oder weniger, auch 2002. CCGIS war schon ein bisschen älter, gab es schon ein paar Jahre. Und so haben wir uns dann zusammengefunden. Mein erstes Telefonat mit Peter Stamm war, dass er anrief und sagte, wir können nicht mehr Sikat-Partner sein, weil Sikat ist verkauft worden an Esri, ihr seid hier Esri-Partner, ist das gut. Ergebnis war, wir waren dann auch nicht mehr Esri-Partner und haben dann gemeinsam uns im Prinzip mit Open Source beschäftigt und haben das gestartet. Und es gab erste zarte Bande, das war das Geo-Konsortium, auch 2003 gegründet worden, Beitritt war ein Kasten Bier. Hat sich eigentlich auch nicht viel geändert, wenn ich euren Twitter-Tweet da gesehen habe. Wir haben ziemlich, wie man vielleicht sagen könnte, auf die Kacke gehauen damals. Wir waren ziemlich laut. Wir haben ziemlich viel Gegenwind gekriegt von den proprietären Firmen. Also richtig schlimme Sachen, dass man auf Abendveranstaltungen stand und von Vertrieblern beschimpft wurde. Man würde ihnen den Job wegnehmen und man würde alles verschenken und alles kaputt machen und alles ganz schlimm. Haben wir ja auch. Und und dann hatten wir, das war eins der Bilder, die wir damals gemacht haben. Lizenzkauf ist Vertrauenssache. Die Originalkarte habe ich nicht mehr gefunden, aber die sah etwa so aus. Das Foto ist korrekt. Das ist ein Großteil des Geo-Konsortiums zur damaligen Zeit. Also zumindest der Inhaber. Zusammen waren wir auch damals schon, glaube ich, über 20 Leute. Und wir haben ein paar coole Sachen gemacht. Zum Beispiel die erste deutschsprachige UMN-Anwenderkonferenz 2003. Nachdem die erste deutsche Anwenderkonferenz auch 2003 schon von Jürgen Thomsen in Berlin stattfand, hat er sich dann beschwert, dass wir das auch so nennen. Dann haben wir so deutschsprachig genannt. Und aus dieser ersten deutschen Anwenderkonferenz wurde die VOSGIS. Die fand unter dem Namen UMN-Anwenderkonferenz auch noch in Hannover statt. Und noch
irgendwo. Also sie fand danach noch ein paar Mal statt. Und 2006 dann auch die erste Foskis unter dem Namen Foskis in Bonn an der Uni. Und wie wir ja gerade auch gesehen haben. Und dann haben wir auch so Sachen gemacht. Wir sind zum Beispiel auf der Intergeo gewesen gemeinsam in Hamburg. Im Vordergrund eine gewisse Frau Emde mit Arnulf Till hinten zu sehen. Wir sind also zusammen auf eine Messe gefahren, haben einen Stand gehabt und sind da gemeinsam aufgetreten als Geo-Konsortium. Und das mündete letztlich, könnte man sagen, zumindest das eben Open-Source-Firmen, es waren noch ein paar andere, Latlon war auch damals noch so mit dabei beim Geo-Konsortium, in den ersten Open-Source-Park auf der Intergeo in München 2006. Umso bedauerlicher, sage ich gleich noch was dazu, dass jetzt 2016 zum Beispiel es keinen mehr gab. Ist irgendwie komisch. Muss man mal was dran tun. Ein anderes Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist der Linux-Tag 2006 in Wiesbaden. Warum gerade der? Warum Wiesbaden? Warum Linux-Tag? Warum überhaupt? Da waren wir als OSGeo-Foundation, relativ neu, vom Geo-Konsortium betreut, der Stand sozusagen. Und auf diesem Stand erschien dann irgendwann ein Mensch, ich weiß nicht, ist er heute hier? Ich habe ihn danach, kann ich ihn nicht mehr erinnern, der mir erzählte, es gäbe so ein cooles Projekt, und zwar würden Leute mit dem GPS draußen rumrennen und würden Straßen erfassen und möchten nichts anderes machen als eine Straßenkarte der gesamten Welt und die dann verschenken. Jetzt bin ich Geograf und habe Vermessung gelernt in meinem Studium und habe auch dementsprechend reagiert. Gut, heute wissen wir, das geht. 2006 war das Jahr, in dem auch die OpenStreetMap Foundation gegründet wurde. Das heißt also, dieser Mensch vertrat also diese ganz frisch gegründete Foundation. OSM stand im Prinzip völlig am Anfang, war erst 2 Jahre alt. Und man sieht ja, was daraus geworden ist in 10 Jahren oder 12 Jahren oder 11 Jahren. Also schon sehr beeindruckend. Naja, wir sind dann irgendwann zur Whale Group fusioniert. Am Anfang waren es CCGIS und Cartago mit dem Geo-Konsortium, später ist MapMedia dazugekommen und in Medias Res im letzten Jahr. Und wir haben jetzt 30 Mitarbeiter an 3 Standorten, stehen ganz gut da, sind, glaube ich, der größte reine Open-Source-GIS-Anbieter in Deutschland. Also alles irgendwie cool. Das heißt, wo stehen wir heute? Jetzt nicht nur wir als Firma, sondern wir alle. Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo alle Bundes- und Landesbehörden Open-Source-Software einsetzen. Viele Forschungsanrichtungen, viele Geoportale. Das Geoportal.de ist mit Open-Source-Software umgesetzt, mit MapBender, mit MapProxy. Viele Landesgeoportale, viele Kommunen. Die freie Wirtschaft setzt freie Software ein, ist sehr interessiert daran. Ich weiß, dass viele andere Firmen auch für die freie Wirtschaft arbeiten, für große Firmen vor allen Dingen arbeiten, für Energieversorger, für Mobilfunk, für die Bahn und ähnliche Kaliber. Es sind viele neue Firmen gegründet worden in den Jahren danach, zum Teil von ehemaligen Praktikanten des Geo-Konsortiums, zum Teil von ehemaligen Kunden. Oder sind andere Firmen auf Open Source aufgesprungen und sind heute ein schlagkräftiger Teil der ganzen Community, haben ihr Geschäftsmodell zum Teil verändert. Also eigentlich alles cool. Unsere Qualität nimmt zu. Wir konkurrieren mittlerweile ja nicht mehr nur noch mit so einem Anspruch, ja geht, toll, sondern geht besser als andere Produkte, geht besser als der Mitbewerb. PostGIS ist schneller als Oracle und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Tools, die wir bauen, die ihr baut, die sind auf einem Niveau angekommen, da konnten wir früher im Prinzip nur von träumen. Und der gesamte Open-Source-Markt wächst. Ich weiß, dass viele Kunden unzufrieden sind mit den proprietären Anbietern, gar nicht unbedingt so wegen Lizenzen, sondern auch wegen Betreuung, wegen dem ganzen Stil. Also der Markt geht weiter. Es ist eine Institutionalisierung eingetreten, die OSGeo wurde gegründet, der Foskis e.V. wurde gegründet, Phosphogy und Foskis sind feste Bestandteile des GIS-Kalenders geworden. Da kommen viele Leute hin, wobei es schon mal mehr waren, muss man auch mal sagen. Aber haben wir vorhin drüber gesprochen, da gibt es auch schon Ideen. Und proprietäre Anbieter schreiben sich Open Source auf die Fahne. Ich meine jetzt nicht die Firmen, die, wie ich das vorhin sagte, umgestiegen sind, sondern die großen Proprietären, Microsoft, Esri sponsert die Phosphogy. Also das heißt, es gibt so eine gewisse, wie soll man es nennen,
Säkularisierung ein oder Profanisierung an manchen Stellen. Aber trotz alledem sind wir eigentlich da, wo wir immer hin wollten. Das hätten wir uns früher nie vorgestellt. Irgendwie haben wir immer daran geglaubt früher und haben gedacht, ja klar sind wir cooler als die anderen, ja klar sind wir die Guten und die anderen sind die Bösen. Aber so vorstellen, wie es dann tatsächlich mal am Ende ist, also dass es 20 Personenfirmen gibt oder 30 Personenfirmen, die davon leben und die große Kunden haben, das war damals uns noch nicht so klar. Aber wir können mehr, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir schöpfen das Potenzial nicht aus, was wir haben. Wir könnten viel präsenter sein, wir könnten viel mehr nach außen gehen, nicht nur immer bei uns sitzen, sondern nach außen gehen, da wo es weh tut und könnten Open Source vertreten. Wir brauchen mehr Business, ganz klar. Wenn wir weiter wachsen wollen, und damit meine ich nicht uns oder die anderen Firmen, sondern wenn wir als Open Source, als GIS-Community wachsen wollen, müssen wir unsere Sachen nach außen tragen. Ihr werdet sagen, Business, komisch, was ein Depp. Aber ist nicht so, sehe ich zumindest nicht so. Das heißt, wir brauchen viel mehr Präsenz des Foskis, also nicht des Vereins, des Foskis, der Foskis-Bewegung, auch da, wo es blöd ist. Auf Kongressen, auf der Intergeo, überall, in Verbänden, im DDGI, was weiß ich wo. Da müssen wir hingehen und das den Leuten zeigen. Wir müssen nach außen gehen, mehr nach außen gehen, vielleicht so, wie wir es früher mal gemacht haben, und nach außen gehen und zeigen, hier, guck mal, das können wir. Nicht damit abgeben, dass es funktioniert, sondern das auch unter die Leute bringen. Das ist wichtig. Wir brauchen wieder Evangelisten. Ein paar sind uns weggebrochen, sind nicht so viele nachgekommen. Und wir brauchen Leute, die sich rausstellen und die Fahne hochhalten und schreien und Palaver machen und präsentieren an allen möglichen Stellen. Wir brauchen auch mehr Mut, sich mit Open-Source-Software zu beschäftigen, damit Geld zu verdienen, Firmen zu gründen. Ich weiß, dass hier viele Leute sitzen, die das zum Teil in ihrer Freizeit machen, die hier vielleicht sogar mit eigenem Geld hingekommen sind, Urlaub genommen haben und all diese Sachen freiwillig tun, ein unglaubliches Know-how haben, eine unglaubliche Kompetenz haben in diesem Bereich. Ich frage mich halt, warum macht ihr das? Habt den Mut, rauszugehen, habt den Mut, damit Geld zu verdienen. Habt den Mut, euer Open-Source-Know-how irgendwie zu etablieren, nach außen zu tragen, an Kunden ranzubringen, um das noch wachsen zu lassen, die ganze Geschichte. Der Markt braucht das auf jeden Fall. Mein Ziel wäre ja, dass es mehr Goldsponsoren gibt als die Bear Group, also auch mal anderen. Dass es also andere Firmen gibt, die sowas machen und die auch den Schritt von der Community dieses schnöde Business-Umfeld tragen. Also meiner Meinung nach müssen wir Free Software dahin bringen, wo sie noch nicht war. Wo sie es alle kennen, ist es keine Kunst. Aber da, wo es noch keiner kennt, da ist es schwierig. Und da muss man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die sind nicht so angenehm. Aber boldly go where no free software has gone before. Das sollte meiner Meinung nach das Ziel von uns allen sein. Und jetzt viel Spaß. Danke.